Manchmal sind die Letzten die Ersten. Im Frühjahr 2011, also vor genau 10 Jahren, war dieses Buch das letzte in einem umfangreichen Programm. Heute ist es das erfolgreichste Buch aus diesem Programm. Es wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ist inzwischen bereits in der 8. Auflage lieferbar. Qualität lässt sich offenbar nicht aufhalten. 999 Kaulquappen leben in einem Teich. Mama und Papa Frosch sind sehr stolz auf ihre große Nachkommenschaft. Diese gedeiht prächtig, aber damit wird auch der Platz in dem Teich knapp. Wir ziehen um, erklärt Papa Frosch. 999 Froschgeschwister machen sich auf den Weg, einen neuen Teich zu finden. Mama Frosch sieht 1000 Gefahren für die Kleinen auf dem Weg dahin. Ich habe Hunger, ich habe Durst, ist es noch weit? Ihr kennt das wahrscheinlich. Und die Gefahren lassen auch tatsächlich nicht lange auf sich warten. Ein Falke erwischt Papa Frosch. Mama Frosch ergreift entschlossen das Bein von Papa Frosch. Und ein Froschkind hängt sich an Mama und alle 998 Geschwister hängen sich aneinander. Das ist auch für den durchtrainiertesten Falken bald zu schwer. Er verliert seine Beute und die Frösche landen in einem größeren Teich. Die 999 Froschgeschwister wurden 2012 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Es war die erste Nominierung des Verlages seit vielen Jahren. Und damit war das Buch ein erfreuliches Signal, dass wir mit originellen Geschichten und mutigen Illustrationskonzepten Erfolg haben können. Statt sie ans Ende des Programms zu platzieren, haben wir sie aber ganz selbstbewusst an den Anfang des Programms gestellt. Ich hatte das große Vergnügen, 2012 auf der Frankfurter Buchmesse die beiden japanischen Künstler kennenzulernen. Als Fan der Froschgeschwister war jeder von uns mit einer Froschbadehaube ausgestattet. Den Preis haben wir trotzdem nicht gewonnen, aber einen Grund zum Feiern haben wir allemal gefunden. Die Verlegerfamilie Weitendorf, die damals an Nord-Süd beteiligt war, hat jeweils am Messefreitag zum Wasserweibchen in Bad Homburg eingeladen. Nach gekochtem Rindfleisch mit grüner Soße, die übrigens nichts mit den Fröschen zu tun hatte, griff Erhard Dietl zur Gitarre und die fröhliche Gästeschar intonierte einen Gassenhauer nach dem anderen. Zuletzt erhob sich Yasunari Murakami, schritt an das obere Ende des Raums und sang ein japanisches Liebeslied für uns. Bis bald!